Häppchen. Und noch ein Häppchen. Ich bin ja jetzt schon 42 Jahre alt. 42? Ja, ich bin 42. Du glaubst doch wohl selbst nicht. Doch. Doch, ich bin 42. Und ich bin neulich mit Rollschuh durch die Stadt gefahren. Daran erinnere ich mich. Ja, und... Na, da haben die Leute alle gelacht. Und ich weiß ja nicht, wieso. Na, weil du den Kartoffelsack anhattest. Ja, ich hatte Kartoffelsack an. Weil ich mir eben keinen Minirock leisten konnte. Na, also du... Minirock hätte da nicht viel geholfen. Doch, das hätte viel geholfen. Wieso denn? Alle fanden das witzig, ich fand das witzig und da haben wir eben gelacht. Weil das ein Kartoffelsack war. Wenn das ein Minirock gewesen wäre, was ich anhatte, da hätten sie alle gekrölt und gekrischen, weil ich so geil aussehe, jawohl. Du geil? Na, hör doch mal auf. Ja, ja, jawohl. Geil sehe ich aus und alle sind sie vernarrt in mich und das wäre was gewesen. Und Mensch, scheiße meine Suppe, guck mal, du altes Arschloch. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Das mit dem Arschloch, meine ich. Ich weiß ja nicht, was über mich gekommen ist. Also. Mach du erstmal die Sauerei sauber. Und dann hol deine Tabletten. Und dann nimmst du eine. Ja, vielleicht mache ich das. Dann beruhige ich mich wieder. Und dann kauf ich mir einen Minirock. Und dann versuche ich das nochmal mit der Rollschuhe. Ja, ganz genau. Das mache ich. Ach du meine Güte. Also mit dem Kartoffelsack sah es bestimmt besser aus. Ja, gucken Sie sich mal an, wie ich abgenommen habe. Und ich erst ping, raussteige ich als dünne Marie. Ja, fette Emma war ich vorher. Jetzt, dünne Emma. Ja, hallo, und wie habe ich's gemacht? Nicht durch Fasten, sondern durch Scheißen. Jawohl, geschissen habe ich, aber wie verrückt, jeden Tag mit Gummibärchen. Pup, pup. Was? Gummibärchen hast du wohl hinter dir steckt als Zäpfchen, oder wie? Jawohl. Also, Gummibärchen kommen für uns nicht in Frage, aber eventuell Lakritzstangen. Und die sind ja jetzt im Angebot bei Bolle. Die können sich also alle kaufen und den Arsch schieben. Bei dir geht's Treppe raus, nimm mir ganz auf die Dachstub! So eine Gemeinheit! Darmverschluss? Das wäre ja bei Durchfall nicht schlecht. Sie haben Ihren Busen auf der Straße verloren. Sie können ihn bei mir abholen. Was habe ich? Meinen Busen verloren? Passen Sie mal auf, dass Sie ihn nicht verlieren. Ich will jetzt meinen Drink. Was gibt's denn da zu lachen? Mensch, ihr kriegt das kalte Kotzen. Ich kann halt keinen Spagat mehr. Kehlkopf ist auf mich zerstört und Sie lachen darüber. Das ist überhaupt nicht zu machen. Kann ich bitte mit Erna Sack sprechen? Den hat die Unterhose lang gezogen. Mensch, das macht Laune und dann nimmst du ab dabei, seid ihr. Und dann müssen diese ganzen Klamotten hier ausmuffitiert werden, weil dieser Kleiderschrank, der stinkt wie der Misthaufen der Hölle. Mit dem neuen Wundermittel geht es jetzt wieder, aber seine Frau ist nur überstrapaziert. Sieht aus wie ein Riesenpopel. Ey, wenn du dich da darüber lustig machst, da brauchen wir das auch nicht gucken. Nee, danke. Nee, Fehlanzeige. Nee, soll ich mal was erzählen? Aufwachen wollen. Hallo, Eduard. Was tippst du denn da, Feinet, hä? Darmverschluss. Darmverschluss? Das wäre ja bei Durchfall nicht schlecht. Das ist überhaupt nicht so leid. Das ist so meine Tempos hilf dabei. Mir denn keiner! Gib mir doch mal ein Glas Wasser hier, oder? Mensch! Oh. Will ich auf eine Reklame einschieben, oder was? Jetzt ist aber genug, ja? Und ich sag dir noch eins. Wenn du hier so weitermachst, kriegst du hinterher kein Eis. Ich guck mir selbst eins. Kannst du ja nicht, wenn ich dein Geld hab. Ich hab
Berg streichelt. Ja, nicht, hast du ja nicht! Guten Abend, sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich spreche heute zu Ihnen, weil dieses Thema mir einfach keine Ruhe lässt und ich muss es mir von der Seele reden. Und zwar handelt es sich um Todesursachen, die einfach so unnötig und saudumm sind, dass Leute, die an sowas oder von sowas sterben und ihr Leben lassen, denen ist einfach nicht zu helfen. Weil wer so saudumm ist, der hat auf dieser Welt einfach verschissen, Pech gehabt. Also, um dies zu veranschaulichen, hier mal einige Beispiele. Also als erste saudumme Todesursache. Von Zombies, von einem Zombie oder einer Mumie ermordet zu werden. Das muss man sich erstmal bildlich vorstellen. Ein Zombie, der läuft doch erstmal so langsam und unsicher und dann noch mit ausgestreckten Armen. Also, wer da nicht entkommen kann, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Also, man steht einfach auf und läuft weg und fertig. Da muss man doch nicht warten, bis diese Viecher einen um den Hals krausen und dann die Luft abdrehen. Also, das gibt's doch nicht. Saudumm, muss ich sagen. Hier eine weitere saudumme Todesursache. Von einem Schnellzug überrannt zu werden. Hat man denn noch Nerven? Also jedes Mal, wenn ich sowas in der BZ lese, da wird mir so schlecht. Ein Schnellzug, ja klar ist der schnell, aber den hört man doch schon vom Weiten kommen. Und wenn der sich nähert, ist doch genug Zeit, von dem Gleis runterzugehen. Oder vielleicht gar nicht erst draufzusteigen und da sitzen zu bleiben. Es ist doch einfach nicht zu fassen, wenn jemand so ums Leben kommt. Also einfach zu doof für diese Welt. Hier weiter auf meiner Liste. In der Badewanne durch ein stromgeladenes Haushaltsgerät einen tödlichen Elektroschock erleiden. Hören Sie mal. Müssen Sie denn unbedingt gleich neben der Badewanne einen Toaster haben zum Beispiel? Können Sie nicht warten, bis Sie fertig sind mit Ihrer Planschroutine und dann gehen Sie in die Küche und machen sich einen Toast? Oder, was gibt's noch alles? Haare föhnen. Das hat doch alles Zeit. Das muss doch nicht unmittelbar mit dem Badewasser zusammenhängen. Also wieder mal, wer so ums Leben kommt, also da habe ich einfach keine Worte. Weiter auf meine Liste. Von einem exotischen Haustier getötet zu werden. Nun hören Sie doch mal zu. Können Sie nicht ab und zu mal in den Zoo gehen und sich die Tiere angucken? Wieso müssen Sie einen Orang-Utan in Ihre Zwei-Zimmer-Wohnung unterbringen? Das ist doch totale Schwachsinnigkeit. Na logisch kriegen die irgendwie mal einen Rappel und hauen ihn eins aufs Dach. Ja, und wenn sie denn tot sind, brauchen sie sich auch nicht wundern. Oder ein Tiger im Käfig hinten im Garten. Das muss doch alles nicht sein. Was weiß ich, Elefanten und Affen und Bären vielleicht auch noch. Ja, die sind ganz süß und knuddelig, wenn sie klein sind. Die werden aber groß und die fressen viel. Und irgendwann haben sie Oma die Schnauze voll, da rumzutanzen für ihren Mittagessen oder was. Nee, kein Verständnis. Weiter, sich während extrem Onanie versehentlich zu erhängen. Also wissen Sie was, dazu sage ich ja nicht. Also die Überschrift alleine dürfte Ihnen doch eigentlich reichen. Das müssen Sie sich selbst ein Bild von machen. Und wie bescheuert das ist, so zu sterben und das dann am nächsten Tag in der Zeitung zu lesen. Nee. Denn, auch noch, also hier auch wieder mal, tödliche Verletzung zugezogen, weil man sich eingebildet hat, dass man mit einem Sexkult-Video vielleicht reich und berühmt wird. Aber stattdessen lediglich in der BZ auf Seite 24 kann man dann lesen, was passiert ist, also dass alles kaputtgerissen, was weiß ich, weil man sich eben mit dem Pferd nicht einlässt. Und dann versucht da zu verfilmen. Also bescheuert. Ein so bescheuerter Plan bedarf besserer Vorbereitung. Oder besser noch, sofortiges Abschminken solcher Ideen. So, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, jetzt haben Sie mal meinen Standpunkt hier so ein bisschen gehört, wie das also zu der Sache steht. Und ich kann Sie nur dringend aufrufen und ermahnen, doch bitte solchen Situationen auszuweichen, dass ich nicht irgendwie wieder hören muss, dass irgendjemand also auf so eine ganz, ganz dumme und hirnlose Art ums Leben gekommen ist. Und wir sind vielleicht 80 Millionen, aber jeder Einzelne, der so abnippelt, ist zu viel. Und das ist einfach peinlich und dem muss Abhilfe geschaffen werden. Und ich hoffe, dass Sie mir da übereinstimmen. Und ja, dann erstmal gute Nacht fürs Erste. Schönen guten Abend. Show me like-
Schlümmeleinchen-Dialektkurs auf CD. Lernen Sie den Dialekt Ihrer Träume, während Sie schlafen. Der Schlümmeleinchen-Dialektkurs bringt Ihnen innerhalb von 2 Wochen die Beherrschung beliebiger Dialekte. Schimpfen Sie wie eine Berliner Currywurstverkäuferin. Ich glaub, mich beißt ne Kuh. Sie haben wohl einen Knall, wa? Lernen Sie, wie man auf Sächsisch jammert. Alter Pipschnackelster, du frisst mich noch im Haus und Hof. Fühlen Sie sich wie ein echter Münchner im Himmel. Halleluja. Halleluja, Socki. Ob für den Beruf, um Leute zu bescheißern oder einfach aus Jux und Dollerei. Der Schlummeleinchen-Dialektkurs ist ideal zu jedem Zweck. Ein geniales Geschenk für die gelangweilte Hausfrau. Jetzt zum Sensationspreis von nur 29 Euro. Auf Wunsch blasen wir Ihnen die CD frei aus per Rohrpost zu. Noch heute anfordern bei Renate Use GmbH Pforzheim.com. Wie sagt man so schön auf Hessisch? Wann du mal stirbst, das Maul muss man extra tot haben.